Einstellung 1, Tag 1. Ruhe, bitte Ruhe. Ein Computerspiel entsteht. Auf dem Gelände von Cottbus Verkehr drehte das Team der Kreativschmiede Konturprojekt am Samstag Filmeinspieler für ihr neuestes Großprojekt Auf der Suche. Nach ihrem letzten Filmprojekten Blaue Stunde von 2011 und Holger und Hanna von 2013 gehen sie in diesem Jahr einen neuen Weg und produzieren ein Computerspiel. Die Idee habe ich schon eine Weile im Hinterkopf. Heutzutage, finde ich, haben Spiele nicht nur mal diesen Nerd-Charakter von irgendwelchen Freaks, die im Hinterzimmer irgendwelche Menschen töten, sondern es geht auch darum, dass durch die technischen Erweiterungen man richtig ausführliche Handlungen beschreiben kann, Geschichten erzählt, die auch oft gesellschaftsrelevante Themen beinhalten. Und das wollen wir einfach angehen, hier in der Region ein Spiel umzusetzen, was so eine Art interaktiver Film eigentlich ist. Guten Tag! Die Fahrausweise bitte! Dabei werden Orte und Darsteller real aufgezeichnet und später in Spielkulissen umgearbeitet. Der Nutzer kann dann im interaktiven Teil mit verschiedenen Objekten interagieren. Ja, bei Point-and-Click-Adventure hat man quasi Orte, in die man sich reinklicken kann, wird sich umschauen können und wird dort vor Ort immer Gegenstände einsammeln können. Diese kann man miteinander kombinieren, zum Beispiel aus einem T-Shirt mit Schere kombiniert wird ein zerschnittenes T-Shirt, das angewendet mit einem Malerstab wird ein Wischmopp. Und das ist doch ein spaßiges Spielprinzip, ich finde, weil man dann mal um die Ecke denken muss. Wie bei Point-and-Click-Adventures üblich, wird die Geschichte abenteuerlich und mystisch. Es geht in dem Spiel um Lukas Zimmer, das ist ein Jungredakteur, der in einer alten Zeitungsausgabe der 80er Jahre eine Todesanzeige findet und mystischerweise dieses Sterbedatum sein Geburtsdatum ist. Gleichzeitig findet er ein Foto im Archiv von ihm selbst in den 80er Jahren und er fragt sich, was ist da passiert und begibt sich dann auf eine Reise quasi zurück in die Vergangenheit. Und wir sehen dann als Spieler quasi Rückblenden von den damaligen Geschehnissen und fragen uns die ganze Zeit, was ist da passiert, wie kam es zu diesem Todesfall und was hat das vielleicht auch mit dem Schicksal von Lukas selbst zu tun. Für das Projekt arbeiten die Kreativen diesmal mit der Lausitzer Rundschau zusammen, die die Veröffentlichung und Programmierung übernimmt. Das Spiel wird in wenigen Monaten frei über die Internetseite der Lausitzer Rundschau veröffentlicht und findet hoffentlich viele neugierige Spieler. Also es sind reale Menschen, die Charaktere mit Leben füllen und auch Orte, die man in der Lausitz kennt. Also man wird sich dann quasi durch die Lausitz klicken können und hoffentlich dabei seinen Spaß haben.